Ja, mein erstes Geld habe ich tatsächlich vor 2 Jahren verdient, muss ich sagen. Also wenn ich wirklich davon ausgehe, dass es nicht von der Familie irgendwie Geld war oder so, sondern wirklich von dem Arbeitgeber, dann war das vor 2 Jahren. Das war im, oh Gott, das war in den Sommer oder nach den Sommerferien 2014. Brauchte ich Geld für eine neue Grafikkarte, da der Watch Dogs ja kurz vorm Release war, beziehungsweise wurde danach natürlich nochmal verschoben. Aber damals dachte ich eben, okay, das kommt jetzt dann demnächst raus, also brauche ich jetzt dringend mal eine neue Grafikkarte. Und habe dann einfach bei McDonald's für ein halbes Jahr gearbeitet. Muss sagen, es war eine nicht sehr schöne Arbeitszeit und ich muss sagen, ich habe da zwar Erfahrungen sammeln können, aber primär waren das Negative. Aber dort habe ich dann tatsächlich immer am Wochenende gearbeitet, habe dort ein bisschen Geld verdient, habe mir das dann auch zurücklegen können und habe das Ganze nur wegen dem Zocken gemacht. Also ich wollte eine neue Grafikkarte, habe mir dann natürlich auch eine davon gekauft und habe das dann noch ein halbes Jahr weitergemacht dort, also zu arbeiten. Und ja, so habe ich mein erstes Geld verdient. Also ein kleines bisschen Geld habe ich verdient, als ich immer Aufsicht gemacht habe bei meiner Mom im Museum, weil sie ist Museumsleiterin. Ja, und dementsprechend war das nicht so schwer, da reinzukommen. War aber wirklich nicht viel, also es war ehrlich nur so ein kleines Taschengeld. Und jetzt mein erstes richtiges Geld, also wo wirklich viel Geld reinkommt, oder halt überhaupt mal ein Lohn einfach reinkommt, verdiene ich halt jetzt mit Unreal Damage eigentlich. Genau. Das ist so jetzt mein erster richtiger Job. Und vorher halt eben nur diese Taschengeldjobs. Also klar haben wir immer mal einen Rasen gemäht oder da ein bisschen was bekommen, aber. Wenn wir jetzt vom ersten richtigen Gehalt sprechen, dann ist es halt definitiv Nadine und Damage jetzt. Schwierig, weil ich jetzt ein bisschen zurückrechnen muss, beziehungsweise die Frage erstmal genau analysieren muss. Denn geht es einfach darum, ein bisschen Taschengeld nebenbei verdient zu haben? Dann war es in der Zeit, wo ich im Sommer immer hier so Hilfsjob gemacht habe bei den Ferienspielen als Betreuer. Da gab es so ein bisschen Taschengeld und ansonsten als Trainer beim Turnen. Das war auch alles so Taschengeld. Das erste Geld wirklich selber verdient, regelmäßig, monatlich und mehr als nur so ein kleines Taschengeld, war dann nach dem Fachabitur, wo ich mein Jahrespraktikum gemacht habe. Das muss gewesen sein mit 19 in etwa. Ja, irgendwie so. Und dann nach dem Praktikum in Frankfurt ging es dann weiter nach Berlin und dann Praktikum und Ausbildung. Ja, und da ging es dann eben weiter mit Normalgeld verdienen. Also 19, 20 Jahre. Ich nehme mal an, damit sind keine so Rasenmäh-Jobs bei den Nachbarn oder so gemeint, sondern halt so ein richtiger Job bzw. eine Ausbildung. Und dann war es bei mir im August 2014. Also richtig gearbeitet halt, als ich mit der Schule fertig war, habe ich eine Ausbildung angefangen und da halt richtig Geld verdient, auch die erste eigene Wohnung. Aber wirklich Geld für mich selbst verdient habe ich schon ein bisschen früher. Und zwar war ich Tellerwäscher auf einer Jugendherberge. Und das war ein Knochenjob. Und der wurde so schlecht bezahlt. Das waren 4,50 € die Stunde, Mindestlohn. Mehr hat man da nicht bekommen. Und es war schrecklich. Man hat die ganze Zeit gestanden, die man dort gearbeitet hat. Man musste die ganze Zeit spülen, ist ja klar. Aber es war halt alles total angebrannt, festgebrannt. Das hat ewig gedauert, bis ich da so einen Trick raus hatte. Und der geilste Job, den ich vor dem richtigen Arbeiten hatte, war, ich habe bei Subway gearbeitet. Ich habe bei Subway gearbeitet. Mehr muss man nicht sagen. War ein richtig geiler Job. Das müsste gewesen sein 2003, 2004, also selber verdient, logischerweise. Und zwar habe ich da hier in so einer kleinen Fabrik bei uns in der Nähe ausgeholfen und habe während den Sommerferien, waren das Schrauben, ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall, nee, gar nicht war das, war so ein größerer Versandhandel, genau. Die Arbeit mit Avato, Bertelsmann irgendwie, oder haben zusammengearbeitet, mittlerweile gibt es die da nicht mehr. Und da haben wir Sachen verpackt. Für 5,50 € damals die Stunde. Das war mein erstes selbstverdientes Geld. Und wofür gibt man sein erstverdientes Geld aus? Natürlich für einen Rechner. Selbstverständlich. Ich habe mir davon einen Rechner gekauft, habe da irgendwie, ich glaube, 8 Wochen dann gearbeitet, also nicht nur während den Sommerferien. Und hab dann anschließend irgendwie, ich glaube, 600 € insgesamt oder 700 € gehabt und ja, hab das komplett in meinen nächsten PC gesteckt und ja, für mich hat sich das damals auf jeden Fall gelohnt. Also ich habe mich gefreut.
kommt darauf an, wie man es jetzt bezieht. Wenn man sagt, erstes Geld selber verdient, zählt ja auch das Rasenmähen, als man, keine Ahnung, 10 oder so war. Deswegen da schon etwas her. Wenn jetzt Geld verdienen in Form von wirklicher Anstellung, habe ich eigentlich, wenn ich mal so drüber nachdenke, wirklich noch nie. Weil ich habe halt so Ferienjob-mäßig was gemacht bei irgendwie Familienbetrieben und sowas, aber da hatte ich halt auch keinen festen Vertrag, keine feste Anstellung. Deswegen, wenn man es jetzt auf mich bezieht, in Form von wirklich mit Vertrag und so selber Geld verdient, noch nie. Wenn man sagt, jetzt so einfach, keine Ahnung, im Haushalt oder so gearbeitet, bei den Großeltern mal Rasen gemäht oder so, dann würde ich mal sagen, so als ich 10 bis 12 war, kann mich aber nicht genau erinnern, wann das wirklich angefangen hat. Na, no, alles gut bei euch? Also, ihr wolltet wissen, wann wir die erste Kohle verdient haben. Eigentlich ganz simpel zu beschreiben. Ich habe damals ein Praktikum gemacht mit 15 und habe hinterher in der Spedition, in der ich das Praktikum gemacht habe, auch weiterhin gearbeitet und habe dann da halt als die ersten Kohlen verdient und habe da letztendlich dann halt immer mal so nebenbei gejobbt, so wie es halt ging. Dann habe ich mit 16 halt direkt die Ausbildung angefangen und seitdem verdiene ich mein eigenes Geld. Ist auch immer cool auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch super, super, super früh gewesen, wo Freunde von mir immer noch mal ein bisschen was von meinen Eltern oder von den Eltern bekommen haben, habe ich dann schon halt zum größten Teil alles selber bezahlt. Ich darf mich nicht über mangelnde Unterstützung beschweren, keine Frage. Aber wenn du früh Geld verdienst, dann musst du die Autoversicherung bezahlen, du musst das Auto generell bezahlen, du musst tanken, du musst dies, du musst das und Hauptsache irgendwie machst du alles aus deiner eigenen Tasche. Also, mit 16 Jahren das erste Geld, das erste richtige Geld innerhalb der Ausbildung verdient und ja, ich denke, das sollte soweit alles sein zu der Frage, oder? Mein erstes Geld habe ich damit verdient, indem ich, weiß ich gar nicht, ich glaube Zeitung austragen war es, da habe ich meine ersten Kröten mit verdient. Habe es aber auch gar nicht so lange gemacht, weil es einfach keinen Spaß gemacht hat und man ja Mami hatte, die das Geld rausgeworfen hat. Ansonsten, das erste Geld habe ich sonst noch verdient. Ich weiß gar nicht, vielleicht bin ich auf dem Flohmarkt oder so, keine Ahnung, was verkauft. Aber, ja.